stolz darauf, dass wir bereits vor 13 Jahren ein Programm CO2-neutrale Zustellung in Österreich eingeführt haben. Zentral dabei sind unsere Zustellfahrzeuge. Dort heißt bei uns die Antwort Elektromobilität und dort haben wir uns ganz konkret vorgenommen, bis 2030 den letzten Verbrenner in Österreich in der Zustellung zu eliminieren. Da sind wir mittlerweile weit fortgeschritten mit 4000 Elektrozustellfahrzeugen. Das ist mit Abstand die größte Elektroflotte des Landes. Die ersten Elektrofahrzeuge waren technisch sehr einfach. Das waren in Wirklichkeit umgebaute Verbrennungsmotoren. Das war schwierig natürlich, was das Thema Qualität betrifft, schwierig, was das Thema Reichweite betrifft. Natürlich war das für die Zustellerinnen auch schwierig. Auf der einen Seite unterstützt ja jeder das Thema gerne. Andererseits geht es ja darum, das Wichtigste in unserer Tätigkeit sind die Menschen und die brauchen ein Arbeitsmittel, was zuverlässig ist und auch einen entsprechenden Komfort bietet und auch die Sicherheit, dass ich abends wieder nach Hause komme. Das war so ein gegenseitiges Lernen mit unseren Zustellerinnen und auch mit den Herstellern gemeinsam der letzten Jahre. Also diese Fahrzeuge sind top, die sind super einsetzbar in der Logistik. Jetzt ist die Herausforderung eher Ladeinfrastruktur. So ein System mit 10.000 Fahrzeugen, 20.000 Mitarbeitern nachhaltig auf ein dekarbonisiertes, klimaneutrales System umzustellen, bedarf es immer wieder neuer Wege und das ist immer Innovation verbunden dann mit einem langen Atem. Deswegen ist es auch ganz toll und ganz entscheidend und ganz wichtig, dass es Instrumente und Partner wie die FFG gibt, die hier auch Technologien in der Anfangsphase, wo sie eben noch weit weg von einer Wirtschaftlichkeit sind, unterstützen und damit helfen, Technologien marktreif zu bekommen. Da gibt es viele Bereiche in der Post, die gemeinsam mit der FFG an diesen Projekten arbeiten und gerade die Unterstützung zu Beginn, finanziell, aber auch know-how-technisch. Hier braucht es einen Sparringpartner, der einem entsprechend unterstützt, aber auch hinterfragt, was man tut und da gegenseitiger voneinander lernt. In diesen 13 Jahren sind wir weit gekommen. Wir sind ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger Logistik in Österreich, aber auch international. Am Weg dahin, glaube ich, bin ich besonders stolz darauf, dass wir das Thema Nachhaltigkeit nicht nur am PowerPoint im Zentrum unserer Strategie verankert haben, sondern wirklich in die Herzen und Köpfe von ganz, ganz vielen Mitarbeitern. Das war auch nicht besonders schwer, weil, glaube ich, ganz viele Mitarbeiter hier einen Beitrag leisten wollen, Verantwortung übernehmen wollen. Und ich traue mich zu sagen, Nachhaltigkeit ist Teil der DNA der Post und ihrer Mitarbeiterinnen geworden.